So, dann geht's jetzt Duke Kendo endlich an den Kragen. Ja, wäre mal nicht so frech gewesen, ne? So schnell kann's hier gehen. Ich bin zwar kein richtiger Sith, nicht böse nur, ne, aber der nervt mich. Dann darf er jetzt dran glauben. Hoffentlich. So, wo ist er denn? Da hinten wartet er doch schon. So, mein Freund. Was? Der hat die Räume gewechselt, der Frechdachs. Was soll denn das? Nicht nett. Naja. Er kann dem Unausweichlichen nicht entweichen. Ich habe gehört, ihr habt Fimres nicht erlaubt, Korrekt. Die Renata zu mir zu bringen. Ich bin schwer enttäuscht. Ist besser für euch. Sie hätte euch sicher schnell gelangweilt. Aber das hätte sicher Stunden gedauert. Okay. Vielleicht sogar Tage. Da ihr mir den Anspruch auf Renata verwehrt habt, ist meine Motivation, euch zu helfen, nicht gerade gestiegen. Ich bin nicht hier, um dich zu begeistern. Ihr braucht Eigenmotivation, Kenno. Ja. Ich bevorzuge Eigeninteresse. Aber ich verstehe, was ihr meint. Also, Fimres hat mir erzählt, dass der Hinweis etwas genützt hat. Auch wenn Lady Renata nicht selbst die Herrin des Mädchens war, so wusste sie doch, wer es war. Giselle Organa. Korrekt. Besser gesagt, General Giselle Organa. Das macht aber einen Unterschied für mich. Nun müsst ihr sie jagen, was ein kleines Problem darstellt. Das beeindruckt mich nicht. Ich bin noch auf kein Problem gestoßen, das mein Lichtschwert nicht lösen kann. Nun, dann lasst uns einen Weg finden, wie ihr es am schnellsten einsetzen könnt, was? Na, sympathisch. Giselle Organa ist die Oberbefehlshaberin im Krieg gegen das Haus Ulgo. Ihr Hauptquartier wird von einem für Waffen undurchdringlichen Kraftfeld geschützt. Ja, super. Durch das Kraftfeld kann Giselle mit ihren Beratern sehr nah an der Front bleiben und direkte Befehle geben. Ist klug. Anscheinend weiß General Giselle genau, was sie tut. Klug hin oder her, es muss einen Weg geben, das Feld... Wartet. Ja. Ja? Ein Kraftfeld braucht Energie, um zu bestehen, nicht wahr? Ja. Wenn wir also die Energiezufuhr kappen, und ich glaube, ich weiß genau, wo Giselle ihren Saft herbekommt. Das ist ja gut. Wenn ich recht habe, könnt ihr wahrscheinlich einfach durch die Vordertür spazieren. Kommt zur Sache. Wir sollten zur Sache kommen. Fast die gesamte Energie Alderaans stammt vom Hauptgenerator des Planeten. Giselle muss das System anzapfen, um ihr Kraftfeld zu betreiben. Okay. Einige meiner Kollegen machen das auch für ihre besonderen Sicherheitsbedürfnisse. Ein gezielter Angriff auf den Generator wird das Sicherheitssystem aktivieren. Dem Planeten wird nichts passieren, aber Zusatzsysteme wie das Kraftfeld von Giselle müssen manuell zurückgesetzt werden. Sie werden also schutzlos sein. Was einige Zeit dauern dürfte. Gut. Und ich schieße mich rein, solange das Kraftfeld deaktiviert ist. Genau. Der Plan kann nicht schiefgehen. Das hoffe ich doch. Fimres, geht in meine Waffenkammer und holt einen 7-7-Detonator. Hä? Wie ihr wünscht. Ein Detonator? Der Hauptgenerator von Alderaan befindet sich über dem geraden Tal und ist mit den neuesten Sicherheitssystemen ausgestattet. Ihr müsst euch gewaltsam Zutritt verschaffen, die Bombe legen und euch wieder herauskämpfen, bevor sie explodiert. Das wird nicht einfach sein. Danke für den Hinweis. Ich bin hiermit gewarnt. Nach der Explosion im Generator müsst ihr euch immer noch durch Giselles Armee kämpfen und in ihr Hauptquartier eindringen, bevor das Kraftfeld wieder aktiviert ist. Ich werde euren Fortschritt mit Interesse verfolgen. Viel Glück. Danke dir. Leider durfte ich dich nie umbringen. Das ist sehr ärgerlich. Naja. Sag niemals nie. Könnte noch passieren. Könnte noch passieren. Infiltriere den Energiegenerator des Planeten. Das werde ich aber hinkriegen. Die Frage ist, wo ist besagter Energiegenerator? Tja, we shall find out. Oder so ähnlich. Wir werden es ja herausfinden. So, Schnellreisepunkt. Zack. Wo ist er denn? Die Taxiplattform sind schon wieder dahin? Da waren wir doch schon gerade. Naja, was soll's. Einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Sicher und angenehm? Ja, weiß ich nicht, ob sicher. Angenehm bestimmt. Doch, doch. Spaß habe ich ja. Sicher muss man gucken. Die Dinger sind auch cool. Yeah.
Alderaan ist schon hübsch. Ist schon ein sehr schöner Planet. Der Heimatplanet von Leia Organa. Oder Baylan Organa. Hieß der Baylan Organa? Baylan? Ja, jetzt bin ich mir nicht unsicher. Ich glaube, Baylan war richtig. So, wir nähern uns dem nächsten Gebiet. Windräder, auch schick. So, oh Gott, müssen wir einen weiten Weg nehmen. Hilfe! Habe ich da was Neues? Na, ist schwächer. Kann ich eigentlich verticken. Und hopp, hopp, hopp. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Ja, muss Schrott verkaufen. Leben Sie wohl. Leb wohl, Druide. Okay, Auto laufen. Da! Huch, Taschenrechner aufgemacht. Das ist auch neu. So. Boah, das ist aber ein ganzes Stückchen. Frontlinien heißt die Mission. Da müssen wir uns aber, also, uiuiui. Am besten, wo gehe ich denn jetzt gleich lang? Ich könnte durch Haus Alde gehen, ich könnte aber auch die Abkürzung gleich nach rechts, Moment. Auf der Map ausgesehen nach links gehen. Das werde ich machen, oder? Dann müssen wir, sieht man da den Fall? Ja, sieht man, wir müssen, warte mal kurz. So, ich kann hier die Abkürzung drüber nehmen. Na, das ist aber keine Abkürzung, oder? Kann ich hier abkürzen? Moment mal, das werden wir doch mal herausfinden. Kann ich hier abkürzen? Oh, nee, kann ich nicht. Sollte ich nicht. Okidoki, lassen wir das. Wir nehmen einfach die Brücke. Ist am einfachsten. Gibt keine crazy Experimente hier. Deutlich besser. Lol. Zack. So. Oh, und da warten natürlich wieder welche. Ist klar. Ich habe eine Idee. Man muss nicht jeden Kampf mitnehmen, ne? Man muss nicht jeden Kampf mitnehmen. Wir sind ein weiser Sith. Und eine Mischung aus Jedi und Sith. Warum bin ich denn so langsam, ey? War das schon immer so? Ist ja übel. Mal hier durchsneaken. Das sind sogar die Organa-Truppen. Interessant. Speed. Sind gleich da. Gleich dürften die Truppen nicht mehr patrouillieren und dann können wir Unsichtbarkeit ausmachen. Und dann haben wir noch ein ganzes Stückchen vor uns. Fühlt sich an wie ein Herr-der-Ringe-Film. Erstmal ein Weilchen wandern. Was nicht schlecht ist. Herr-der-Ringe-Filme sind gut. Sehr gut. Muss man gesehen haben. Ist Kulturgut. Sollte man in den Schulen gucken. Oder man liest die Bücher. Das geht auch. Wäre wahrscheinlich für die Schule eher angebracht. So, gleich geschafft. Ah, da sind nur die letzten drei Truppen hier und dann haben wir es auch geschafft. Weitermachen. Hier war nichts, hier ist nichts. Ich bin niemals hier gewesen. So, Unsichtbarkeit aus. Schnellreise. Also, meinen Gleiter benutzen und dann geht's hier weg. So, immer schön den Weg entlang. Boah, es ist aber auch weit entfernt, ey. Heidewitzka. Dann müssen wir... Autobahn winken. So, müssen wir gleich hier lang und dann da rein. Meine Güte, die ganze Folge wird nur gelaufen. Naja. Muss auch mal sein, ne? Muss auch mal sein. So, was sind das für Wachen hier? Droiden, aber wem gehören die Droiden, ne? Hm, nicht mein Problem. Wahrscheinlich immer noch Organe, oder? Was steht da drauf? Riss, irgendwas steht da. Also irgendein anderes Haus scheinbar. Okay. Nicht mein Problem. So, und da müssen wir hin. Nee, ne? Nee, das ist zu weit. Doch, da müssen wir durch den Tunnel. Meine Güte. Das hält sich aber ein Stückchen. So, Haus Alde ist hier. Da ist Außenposten Talan. Da waren wir auch, war ich auch schon mal scheinbar. Ulgo-Festung. Die Ulgo-Typen sind ganz unsympathisch. Die mag ich nicht. So, und dann gibt es noch Haus Thun oder so, ne, richtig? Die sind auch sehr unsympathisch. Naja, man kann nicht jeden sympathisch finden. Als Sith muss man nur zeigen, wo hier, wo es lang geht. In meinem Fall eher auf die ganz, ganz krasse dunkle Seite. Lol. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ein bisschen sehr zwiegespalten. Mal gucken. Am besten, ich habe eine zweite Technik gelernt, dass ich zwei Lichtschwerter tragen kann. Die würde ich gerne mal irgendwann anwenden, weil das wäre ganz cool. Dann können wir auf einer Seite ein rotes nehmen, auf einer Seite ein grünes.
Das wird dann ausdrücken, dass mein Charakter ein bisschen sehr zwiegespalten ist. Kein klassischer Sith. So, eher so ein Count Dooku. So ein Balin. Oh, shit. Gegner. Na, das ist ja ein Problem. Schon besser. Schon besser, sagt er. Einmal heben und weg mit dir. 15. Bonus. Bonus nehme ich mit. Bonus wird mitgenommen. So. Mehr von euch. Mehr. 15 muss ich erledigen. Das dauert ein bisschen bestimmt. Moin. So, 2, 3 und 4. Weg seid ihr. Ihr müsst mal mehr als Gruppe fungieren. Das ist scheiße. Ich will mehr auf einmal erledigen von euch. So komme ich nicht weit. Ein paar Blitze. Nein, der Jutti ist was aus. Und tschüss. So, 7 von 15. So, oh, hier sind ein bisschen mehr. Bam. 9, 10. Er lebt noch. Der lebt noch, der Frechdachs. Na komm, ein bisschen Würgen geht auch. So, jetzt 12. Moment mal, ich mach schon mal, leiste schon mal weitere Arbeit. So, die erledigen wir schon mal, während ich dann gleich zu den anderen zurückgehe. So, Orbitalschlag. Verdammt, der Orbitalschlag hat nicht so viel gebracht, scheinbar. Die leben noch. Naja, oder auch nicht. Geil. So, wie viele? Ah, okay, alle abgeschlossen. Mein Gott, sind die viele Gegner. Brennen! Gott, sind hier viele. Nein, mein Dings ist weg. Das ist ärgerlich. Ja, weiß ich nicht. Und wir haben keinen Heldenmut mehr. Das ist gerade ein bisschen belastend. Nein, warum plünderst du nur? Ach, egal, plündere. So, jetzt komme ich erst noch. Und ich habe meinen PC abgewählt. Jetzt sollte es nicht mehr rucken. Und es läuft bisher sehr gut. Und sehr gut meine ich wirklich. Grandios. Zack. 1, 2, 3. Weg mit euch. Bam. So, haben wir die letzten zwei hier. Ihr könnt auch noch dran glauben. Kein Problem. Mein Gott, hier war. Also, klar, es ist der. Der Reaktor. Nicht der Reaktor. Der Stromversorgungsding hier, ne? Da muss man auch mal gut bewachen. Energiegenerator. So, das Wort habe ich gesucht. Ja, morgen. So, weg damit. Und weg damit. Bumm. Ach so, jetzt soll ich in das Lager eindringen. Und wo ist das Lager? Das ist quasi um die Ecke. Speed. Musik ist geil. Können wir einfach in ihr Lager jetzt so eindringen? Oder wäre schön, ne? Dringe in General Jizels Lager ein. Da werden bestimmt noch ein paar weitere Truppen warten. Perfekt. Speed. So, ab nach oben. Wett. So, und dann gehen wir gleich ganz entspannt hier raus. Ne? Schon gut. Schon gut. Seid nicht so grob. Grob. Ja, grob sag ich auch immer mal. Grob. Eieiei. So, müssen wir nur noch hier runter. Oh nein, das ist nicht klug, oder? Das ist nicht klug. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, muss man machen, muss man machen. Hat doch gepasst. Oh, da hat nicht gepasst, oh oh. Komm ich hier wieder hoch? Oh oh. Na komm, 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 komm. Wir machen das, komm, wir machen das. Nein, enttäusch mich nicht, Spiel, komm. Ja, genau so, ja, 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 ja. Na komm. Hopp, 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 jawoll. Komm ich jetzt hier auch hoch? Das wäre grandios. Oh mein Gott, komm ich sogar. Wie praktisch. Na, kommst du jetzt? Na, geh ich halt hier durch, mein Gott, was soll's, ne? Haarspalterei hier. So, und schon ins Lager eingedrungen. Easy. Was ist denn das? Was ist denn das?
Wie habt ihr mich bemerkt? Wie haben die mich bemerkt? Das ist ja frech. Guck mal, das ist ja frech. Ich hab mich doch angeschlichen. Meine Güte. So. Meine Güte, da warten ein paar auf uns. AOE-Spell, nochmal ein AOE-Spell. Und du kriegst noch deinen Stein. Da warte mal kurz. Warte, Stein. Bam. Und tschüss. So. Kannst den Alarm jetzt ausmachen. Hier ist nichts mehr. Alle Wachen gekillt. Oh, nevermind. Hab nichts gesagt. So viel dazu. Und weg. Und weg. Zack. Stich. So, wo ist sie denn? Wo ist sie denn, Mensch? Na komm, scheiß drauf. Abgekürzt. So. Gehen wir mal rein. Oh, schöne Sequenz. General, ich bin da. Unser stehendes Heer wird abgeschlachtet. Irgendjemand oder irgendetwas ist auf dem Weg hierher. Yep. Ach, das muss doch nicht sein. Wollte gerade sagen, weg mit dir. Meine Techniker fahren den Schutzschild jeden Moment wieder hoch. Aber im Moment sind wir leichte Beute. Oh. Es gab bereits einige Morde an Tool-Adligen, deren Sicherheitssysteme durch die Generatorexplosion ausgeschaltet wurden. Meiner Meinung nach steckt das Haus Ulgo hinter all dem. Nicht ganz. Eure Meinung ändert sich gleich. Ich benötige Informationen über Jessa Wilson. Yep. Ein Eindringling! Entspannt euch. Wir müssen nicht kämpfen. Lol. Giselle, stellt euch hinter mich. Bleibt ruhig. Ich kümmere mich darum. Gut so. Verstehe ich euch richtig, Sith? Ja. Ihr habt all dies veranstaltet, nur um nach meiner ehemaligen Dienerin zu suchen? Richtig. Endlich hat es jemand erkannt. Dann ähneln wir uns. Wir lassen uns durch nichts von unserem Ziel abbringen. Okay. Ihr habt meine Streitkräfte draußen dezimiert. Ja. Eigentlich sollten sie einen Teil meiner Frontlinie verstärken, die kurz vor dem Zusammenbruch steht. Oh, das war bedauerlich. Jetzt habe ich keine Verstärkungen mehr. Ihr sucht Informationen, die nur ich besitze. Und meine Front braucht Unterstützung. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Na, weiß ich nicht. Abgemacht. Das klingt einleuchtend. Ich bin froh, dass wir uns verstehen. Im linken Flügel gibt es einen Tunnel, der zwischen meinen und Ulgos Truppen hindurchführt. Er wird von meinen Gegnern hart bedrängt. Okay. Nur ein kleiner Trupp verteidigt diesen Tunnel und Ulgo wird bald angreifen. Ihr müsst die feindlichen Streitkräfte zurückschlagen. Alles klar. Ich werde mich darum kümmern. Es ist seltsam, das zu einem Sith zu sagen. Aber ihr habt meinen Dank und den von Haus Organa. Was von meinen Männern am Engpass des Tunnels noch übrig ist, wird von Lieutenant Dargis angeführt. Okay. Ich informiere Dargis darüber, dass ihr kommt. Er wird mich sofort kontaktieren, wenn ihr erfolgreich seid. Vorausgesetzt, dass das passiert. Ja, entspann dich, mach ich. Ich werde keine Fehler machen. Mein Bauch sagt mir, dass ihr die Wahrheit sagt. Gut. Auf Wiedersehen, Sith. So ungern ich es auch sage, aber hoffentlich sprechen wir uns bald wieder. Na, hör ich ihn, das ist halt ziemlich oft, ey. Auch nicht schlecht.